Also Leute, hier ist wieder Draglandis mit Let's Play Kingdom Hearts kompletten Abschnitt Rechain of Memories. Wir sind im 13. Stockwerk, betreten die letzte Welt. Luxine ist tot im letzten Part. Ist sie gestorben? Who was it? Who's most important to me? Nothing. Can't you remember? No, I only remember Naminé. Come on, do you guys remember anything at all? It's important, but I just can't remember. I don't want to be, but I'm getting scared. Then, we should really make a promise. Huh? What you said back there kind of got my brain, thinking. Whenever you make a promise that's super duper big, maybe it gives you the courage to face the scary stuff. Courage? Yeah, let's do it! And when if we get scared, I want trouble. Even if we get separated. Or even if we sort of forget each other. Whatever happens, we're friends. All for one and one for all! Wir haben Triogramm erlernt. Eine Angriffskarte plus Donald und Goofy werden wir auch öfters mal einsetzen, füge allen Gegnern in Sichtweite großen Schaden zu. Und einen Schlüssel des Anfangs erhalten. Unsere Welt, in der wir jetzt sind, ist das Schloss des Entfallens selbst. Dementsprechend haben wir jetzt weiße Räume. Castle Oblivion. Das sind unsere Räume. Und bevor wir auf die Karte gucken, ich möchte euch warnen, es wird sehr groß. Japp. Das ist die größte Welt mit den meisten Räumen insgesamt. Und hier ist unser Anfangsschlüssel. Oh ja. Genau, so läuft das. Hoch, wir haben schon eine Karte erhalten. Danke für das Wunschgestirn. Und wir haben Schattenschalks hier, die ich sehr gerne bekämpfe, weil sie sich alle auf dem Boden bewegen. Aber es sind auch die Magier da, die ich nicht sonderlich mag. Weil sie alles Magieartige reflektieren einfach. Naja, reflektieren, absorbieren eher gesagt. Aber ich muss mit denen klarkommen jetzt. Die Kämpfe hier werden eher ein bisschen heftiger werden. Vor allen Dingen länger. Nam, 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 nam. Aber die Musik ist irgendwie episch. Sterb, Schattenschalks! So, guck mal die Magier. Sie erholen sich mit jedem dieser Würfe, weil kein Element ihnen Schaden zufügen kann. Kein einziges. Es ist also alles, was ich tun kann gegen die Magier, sie irgendwie aus der Luft fischen und hoffen, so gegen sie anzukommen, wie ich es jetzt gerade tue. Ob das immer klappen wird, sie aus der Luft zu fischen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es eine Tortur ist, mit jemandem zu kämpfen, der nicht solche Kombos machen kann. Okay. Mir reicht's. Diese dämliche Blitzunsterblichkeit, das ist dieselbe Attacke, die sie in Kingdom Hearts 1 dafür gemacht haben. So, ich heile mich. Das setze ich einmal ein und kriege dann meine Karten wieder. Ich muss erstmal meine ganze Magie rausnehmen. Und jetzt kann ich gegen sie schlagen. Ja, das ist tatsächlich erforderlich. Wodurch hat er sich erholt? Ach so. Das Problem ist, ich hatte ja noch andere Sachen ausgewählt. Ich will die Nummern nun kombinieren. Und dann so gegen ihn schlagen. Das wird sein Ende sein.
Dem kann er nichts entgegensetzen. Ich mag es nicht, gegen Magier anzutreten, glaubt mir. Die sind das Schlimmste, eben außerhalb von Kingdom Hearts 1 auch noch. Sie hören nie auf, schlimm zu sein. Mal gucken, was ich in dieser Pottriege habe. Da werden wahrscheinlich keine Magier sein. Sondern nur halt die anderen Geschöpfe, Viecher. Was wir aber immer machen können, ist Triogramme sammeln. Wenn ich euch nur treffen würde, das wäre so schön. Ich versuche doch nur den einen zu treffen, der die ganze Zeit rumfliegt. Danke. So, jetzt den Betäubten treffen. Feuer erholt ihn natürlich. Also bist du es, der es abkriegt, damit du stirbst. Aus der Luft fischen kann ich euch nicht. Also werde ich nochmal angreifen, bis ich in der Lage bin, eine Goofy-Karte zu kriegen. Und dann haben wir das Ganze hier geregelt. Da ist sie doch schon. Schnell noch alles einsammeln. Und Triogramm. So werden wir jetzt kämpfen. Weg ist alles. Und eine Schatzkarte. Also ein Premium-Rum-Schlüssel-Dings-Karten-Dings. Ihr wisst schon. Ich zerschlage Vasen für Mogri-Punkte. Irgendjemand bezahlt mich dafür, dass ich Vasen kaputt mache. Nun, I like it. Mehr war da nicht? Nöp. Da müssen wir jetzt hoch, wo die Schattenschaltgruppe ist. Donald und Goofy zu kriegen, ist jetzt essentiell für unsere Kämpfe, weil wir so viele fliegende Gegner haben, die sich durch jegliche Magie irgendwie heilen. Mit anderen Worten, ich werde mit meinen Würfen angreifen und so viel wie möglich töten, bis wir eine zweite Welle provozieren, die da eventuell kommt, damit ich mit meinem Triogramm eben jene zweite Welle auch sofort ausschalten kann. Meine Würfe sollen mir Donald und Goofy-Karten geben. Da haben wir schon mal eine. Meine Angriffskarten sollten dazu noch möglichst hoch sein, damit sie mich nur mit Nullern stechen können, falls sie sie überhaupt kriegen und haben. Da haben wir doch, das ist auch ein Goofy. So klappt das nicht. Ich brauche noch einen Donald. Noch ein Goofy. Okay, wie wäre es jetzt mit Triple Heilung? Damit ich einfach nicht sterbe hier. Angriffskarten hin oder her. Ich krieg sowieso gleich alles wieder. Gib mir einen Donald. Na, geht doch. War es eigentlich eine bestimmte Reihenfolge von Donald und Goofy? Nein, war es nicht. Scheint jedenfalls so. Damit sollten wir alles haben. Da ist noch eine zweite Welle. Lass mich erstmal alles einsaugen. Moment. Das war ein bisschen blöd. Wartet, wartet. Ich habe nicht nur genießt, sondern auch meinen Mikrofon-Popschutz irgendwie weggehauen. Jetzt wird es Zeit, erstmal hier weiter vorzurücken. Vielleicht kriege ich ja noch Donald und Goofy wieder hin. Ansonsten werde ich erstmal alles durch Heranstürmen regeln. Soweit es geht. Und habe ansonsten ja noch meine Elixiere, die ich einsetzen kann. Erstmal Goofy. Damit sie mir mein zweites Elixier nicht auch noch zunichte machen, denn mein Final Elixier haben sie gerade abgewehrt. Eine Sechserkarte war einfach zu niedrig. So, und dann kann ich euch auch so schlagen. Selbst ohne Donald wird das jetzt relativ einfach. Schattenschalks haben sehr viel Leben, muss man dazu sagen. Sie sind mühselig zu bekämpfen, aber da sie auf dem Boden sind, ist es okay. Nur manchmal verschwinden sie im Boden, weil sie halt dieselbe Eigenschaft haben wie Schattenleute. Wir kennen sie... Level up! Wir kennen sie ja schon aus der Aqua-Story in Birth by Sleep, die Secret-Story. Da haben wir ja schon gegen welche gekämpft. Wobei, da waren wir wesentlich besser im Kämpfen dran. Sodass wir sie wesentlich leichter erledigen konnten. Ich erwarte, dass wir mindestens noch 4 Parts brauchen, bis wir überhaupt die Möglichkeit haben, zum Final Boss zu kommen. Ragnarök. 7 bis 9. Spring nach oben und feuere mächtige Strahlen vor dich. Kennen wir ja. Diese Attacke, wie aus Kingdom Hearts 1. 3 Handlungskarten, 7 bis 9 müssen das sein. Benutze den linken Stick, um die Richtung der Strahlen zu bestimmen und drücke X. Ich kann aber trotzdem Anvisiertes damit treffen, oder? Okay, ich weiß nicht, was ich da gerade ausgelöst habe. Insgesamt.
muss ja irgendeine Art Effekt negiert haben, höchstwahrscheinlich. Also Kämpfe werden jetzt ein bisschen länger dauern, als wir es gewohnt sind. Was ein bisschen schade ist, aber können wir jetzt auch nicht ändern. So, wenn ich jetzt noch einen Goofy kriege, davon hatten wir ja eben nicht gerade wenige, sollten wir es schaffen. Ich brauche mal Blitzwurf wieder. Ich sollte meinen Blitzwurf wirklich wieder reinmachen. Da habe ich wenigstens, was diese Feuertöpfe und alles angeht, nicht so ein Problem. Und ich mache auch mehr Schaden dann. So, wir haben es schon geschafft. Es wird wahrscheinlich noch eine zweite Welle kommen, aber ansonsten, diese Welle hier ist Geschichte. Die zweite Welle haben wir einfach gleich miterledigt und Zufallsjoker erhalten. So. Muss mal gucken, wie viel Blitz ich da jetzt überhaupt nochmal habe. Ich habe nicht Premium-Blitze. Ach stimmt, das waren ja die, die ich da... Genau. Ich müsste Magiekarten im Mogelshop kaufen. Das sind die, die so oder so 15 KP kosten halt. Tauschen wir. Und da setzen wir hier noch Feuer, Eis, Stufe 7 hin. Weil die Stufe halt passt. Weil ich wenigstens ein paar Blitzwürfe, die gegen diese Elementtöpfe einfach gut ankommen. Dämliche Blume, zieh dich nicht ein. Trotzdem kriege ich irgendwie nicht sehr viele Mogelpunkte jetzt noch zusammen. So, das ist doch Schaden, den wir gegen die Schattenschalks richten können. Damit kann ich eigentlich alles außer die Magier erledigen. Die Magier, die immer das riesige Problem bilden, weil sie einfach gegen jegliche Magie neutral sind, also gefeit sind, sodass sie absolut sich einfach nur erholen. Und dann machen sie noch das hier. Sie haben nie aufgehört, ein Ärgernis zu sein seit Kingdom Hearts 1. Wie schlimm kann das noch werden? How much worse can it get? Und ich habe noch keine Donald und Goofy-Karte. Und jetzt muss ich so angreifen. Es geht nicht anders. Sie erholen sich auch durch die Magie, die sie sich selbst entgegenschleudern. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Ich wusste doch, du bist nah genug am Boden. Also, damit ich diese Attacke machen kann. Und jetzt... Triogramm. Dummerweise könnte mir manche Erfahrung entfleuchen durch das Triogramm, weil ich mich halt nicht bewege während der Ausführung. Yep, diese eine Kugel, die da schon war, ist zum Beispiel weg. Speicherraum. Na, na, na. Lass mal schauen. Ich mache daraus meinen Roulette-Raum. Weil ich wirklich immer noch auf Schatzkarten aus bin. So, das war der erste Raum. Erst der erste Raum. Wir sind immer noch hier unten. Die Räume werden nicht kleiner, wie ihr seht. Um nicht zu sagen, dass sie massiv sind. Deswegen werde ich manche Räume einfach in Speicherkeime verwandeln, weil es echt zu viel ist sonst. Ach, jetzt haben wir die Blitzpötte hier. Pünktlich, während ich meine Blitzkarten da angeordnet habe. So, lass mich die Goofy kriegen. Das ist ja jetzt das Wichtigste, das Triogramm zu kriegen. Erstmal die Heilung. Den Rest können wir danach regeln. Eigentlich will ich jetzt gerne einen Quasar und diese Feuerpötte erwischen. Hauptsache, ich töte was. Eiswurf. Gegen diese Pötte kann ich Feuerwurf auch machen. Alles gegen diesen... außer dieser eine Pott wird jetzt von Feuerwurf auch geschadet werden. Okay, ich habe eine Roulette-Chance wenigstens. Ich kann den Pott also aus der Luft ziehen. Und da haben wir schon das Ende dieses Kampfes. So, los geht es.
Sehr schön. Damit werden die Kämpfe wenigstens nicht unerträglich langwierig. Roulette-Raum, Speicherraum, Roulette-Raum. Oh, schon wieder kein einzelner Schatz. Ich nehme Roulette-Raum. Ich werde eh kaum noch was brauchen von diesen Karten. Das Einzige, was ich brauche, ist das, was ich nicht habe, nämlich einen Schatzraum. Mein Glück, dass ich so viele mitgenommen hatte, wie ich habe, als es sie en masse gab. Als ich nur welche davon bekommen hatte. So. Und noch weitere Schattenscheißkloppen. Wir haben schon mal einen Donald, das ist schön. Das lobe ich mir gerade. Nicht in den Boden tauchen, es reicht jetzt langsam. Das war's schon für diesen Kampf. Ein Schatz! Stufe 1, aber okay, es ist einer. Ich kann ja immer noch den Raum hinter mir verwandeln. Oh. Ein Heros. Klingt irgendwie fast wie Walross, wenn ich das so sage. Ja, vielleicht werden wir doch eher 5 Parts hier verbrauchen. So langsam, wie ich mich hier durch die Räume kämpfe, kann das gut sein. Es war zu spät, dass ich es geworfen hatte. Da war ja schon viel zu weit im Boden. Und weiter geht's. Da ist ein Goofy, den muss ich kriegen. Denn wer weiß, ob das hier die weitere letzte Welle bleiben wird. Ich könnte aber wirklich ein paar Blitze brauchen. Ja, es ist nicht die letzte Welle. Wenn ich jetzt noch einen Donald kriege, hätten wir schon alles geregelt. Und? Ja, so will ich das doch haben. Die Zahl ist auch hoch genug, was bedeutet, unser Sieg hier ist garantiert. Ich glaube nicht, dass außer Schattenschalke, die vielleicht im Boden sind, Level up, das überleben können. Also ansonsten wird das nicht überleben können. Gibst du mir noch mehr Goofy, hä? Brauche ich nicht. Und eine Roulette-Chance noch oben drauf. Ein Schatz Level 2. Wir haben den Anti-Schatzfluch gebrochen, wie es scheint. Was bin ich froh, dass wir jetzt einen Roulette-Raum haben. Und wir nehmen Kapazität. Alles anschlagbare Sachen. Nun, der war jetzt nicht so toll, aber was soll's. Hier lohnen sich tatsächlich diese Karten, wo man Freundeskarten am Anfang eines Kampfes kriegt, weil man Triogramm leichter bekommt. Jetzt ergibt diese Karte nämlich endlich mal so einen Sinn. Vorher waren die Freundeskarten ja eher bloß so von wegen, man kann da vielleicht irgendeine Kombo mit ausführen, aber es wird nicht verheerend für Gegner sein. Oder essentiell wichtig an sich. Donald, lass mich den mal kriegen. Jetzt hat sich das geändert durch die Tatsache, dass wir das Triogramm haben. So, das war der Quasar. Den Defender haben wir auch. Und sagen wir einfach mal, die ganze Gegnerwelle hier haben wir. Es kommt zwar noch eine zweite, da bin ich mir ziemlich sicher vorbei. Aber was soll's. Und das sollte jetzt aber einen Schallschock geben. Noch mehr Karten? Brauche ich sie denn überhaupt? Ein Donald kann ich schaden, würde ich sagen. Wenn jetzt noch ein Goofy kommt, was der Fall war, muss ich nur gerade einmal einen einwerfen hier. Und dann haben wir schon wieder. Sind zwar nur noch 3, aber was soll's. Der eine taucht ein, aber rechtzeitig? Es hat ihn nicht mehr gerettet.
Die Schattenschrecks sind so ein bisschen tricky, weil sie eben manchmal im Boden verschwinden und dafür sorgen, dass Level 6 sogar. Level 0. Zwei Stück. Und dafür sorgen, dass ich sie nicht treffen kann, die Schattenschalks halt. Sehr schön, drei Schatzkarten. Hintereinander weg. Nun, ich sage, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich schätze mal, das betäubt Gegner in meinem Umfeld. Bin mir gerade nicht so sicher, aber ich meine, es hätte noch so einen Kampfeffekt gehabt, wenn ich das da betätige. Natürlich heilt er sich. Damit war gerechnet. Aber was soll's? Dafür habe ich andere Elemente für sie. Sehr schön, wieder eine Roulette-Chance. Einen Goofy habe ich schon mal. Fehlt nur noch ein Donald. Da ist wieder gerade einer aufgetaucht, habe ich gehört. Das ist wieder ein Goofy. Nun, meinetwegen. Bleib so weit unten. Danke. Ich wünschte nur, ich könnte auch in der Luft werfen. Was haben wir da? Das war's also. Ihr seid Geschichte! Ich weiß, es könnte noch eine Welle danach kommen und es wäre klüger, die für, Karten die für dafür zu sparen dann. Aber wer weiß. Nein, ich habe es genau richtig gemacht. Es kam keine Welle mehr. Schatzstufe 7 jetzt auch noch. Oh Mann, ich kriege hier einen Schatzgasmus. Bim, bam, bam. Ja, und wir kriegen doch noch ein paar Mori-Punkte zusammen, wie es aussieht. So langsam, aber sicher, ganz allmählich. Wir haben schon eine Donald-Karte. Von Anfang an. Ja, die sammeln wir doch sofort ein. Aber die Schattenschallkriege mache ich auf jeden Fall fertig, bevor ich irgendwas in Richtung Triogramm einsetze. Ich kann auch nicht. Ich sollte auch nicht für den ganzen Kampf können. Ein Speicherraum. Wir kämpfen uns langsam nach unten vor. Wieder ein Wunschgestirn. Was auch immer dieser Raum hier mit dem Wunschgestirn hat. Wieder diese Gruppe. Aber ich habe einen Donald zu Anfang diesmal. Sie haben den weggeschoben, den Defendor. Eigentlich wollte ich hauptsächlich den treffen. Nun, er ist weg. Okay, warte mal. Ich schwanke jetzt zwischen Donald und Erfahrung. Und ich will definitiv nichts missen. Ich bin ja keine Missy. Goofy? Komm schon. Sehr schön. Stirbt allesamt. Ich lösche euch aus mit der heiligen Macht des Triogramms. Immer wieder schön. So, mal schauen. Speicherraum Stufe 0. Soll es sein. Die Frage ist, wann haben wir den nächsten Level ab? Wir haben noch zwei Layer. Sie werden immer kleiner jetzt, je weiter ich mich nach unten vorarbeite. Nein, lasst meine Mori-Punkte. Immer kommen sie dann auf mich zu, wenn ich Mori-Punkte habe. Das war Donald. Hoffen wir mal auf Goofy. Der ist schon wieder zwei ausgelöscht. Den Defendor möglichst erwischen. Diesmal aber vollständig, damit er stirbt. Und Feuerwurf. Nein, das war der Eiswurf. Entschuldigung, was sage ich da? Ich habe schon auf die nächste Wurfkarte gestarrt. Das war also Donald. Gut. Ich kann noch einige Karten aus euch rausschlagen mit meiner Combo jetzt. Dreifach Donald. Ich setze nur ein, wenn ich den vierten kriege, damit ich ein Triogramm in der Hinterhand habe. Nun, das ist nicht nötig.
meine schöne Erfahrung, die da hinten liegt, diese zwei Kristalle, die kriege ich nicht mehr. Da sind sie weg. Level up! Nicht mal den Sound konnte das Ganze machen, schon startet das Roulette. Nun, es ist wieder ein Speicherraum Stufe 0. Ich sammle zu viele Stufe 0 Karten. Ich muss noch insgesamt Werte von 99 zusammenkriegen. Für, glaube ich, alle drei Farben. Und ich sollte mal was wegen meiner KP tun. Ich hatte ja noch diese ganzen Kombos, die ich einarbeiten wollte. Warte mal, das ist Eis. Nein. Lass mal. Ich will noch ein bisschen mehr Vitalität reinbringen in die ganze Sache. Und die beiden premiumisieren, sodass ich da noch ein drittes davon reinnehmen kann. Auch. Damit ich einfach zwei Heilungen mal zur Verfügung habe. Denn ich merke schon so langsam, dass eine es nicht unbedingt mehr bringt. Das Verteidigungssystem von Hollow Bastion. Na gut, wir kennen es nicht, aber es ist im Prinzip dasselbe Prinzip. Au. Da wurde ich aber böse erwischt. Zum Glück bin ich nicht betäubt hier. Ich habe keine Freundeskarte rausbekommen. Hört auf, dem die ganze Zeit auszuweichen. Und da haben wir einen Goofy. So. Nicht so schnell mit dem Abtauchen hier. Hier wird noch aufgetaucht geblieben. Oh mein Gott, sie tauchen auf. Diese Bösen. Nun, das war's für diese Gruppe. Bam, 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 madadam, dam, dam. Ein Schatz Level 5 ist das, was ich nehme. Mensch, dieser Roulette-Raum hat sich richtig gelohnt. Jetzt brauchen wir nur noch Premium-Räume dann. So, das haben wir kaputt. Das war's für diesen Riesenraum. Achso, ich musste sogar dahin, um den Raum zu verlassen. Gut, der nächste wird ein Schatzraum. So viel können wir sagen. Muss schon eine Stufe 5er sein. Ja, mal gucken, was wir darin erlernen. Ach ja, so viele Sachen zum Zertrümmern und Anschlagen. Die Truhen hier sehen lustig aus, irgendwie. Anmutig. Schön, diese Farbkombination. Feuersturm? Drei feurige Tornados erscheinen um Sora und richten Schaden bei allen Gegnern an, die sie berühren. Hui. Das ist nein. Das lohnt sich sehr. Das werden wir auf jeden Fall in unser Set aufnehmen. Machen ein paar Level-Ups. So, noch ein Schatz. Stufe 7. Genau, was ich sagte. Er kann sich teleportieren und uns umgehen. Genau das habe ich doch gesagt. Oh Mann. Wenn ihr mir nicht glaubt, guckt euch den letzten Part an. Genau das sagte ich. Nun, ich kenne das Spiel auch, aber daran habe ich mich beim besten Willen nicht mehr erinnert. Und es war mir nur so ein Gefühl, dass man diesen logischen Schluss ziehen sollte, weil sie haben sich alle teleportiert bis jetzt. Hm, ein Eis. Okay. Ich will aber noch einen Schatzraum. Wir merken, dass die Story rund um Castle Oblivion nicht stillsteht, während wir hier sind, nur weil wir keine Schlüssel des Anfangs und so weiter haben. Nein, die Cutscenes werden jetzt einfach zwischendurch mit reinkommen. Wieder 30 Mori-Punkte. Das ist ein Königsanhänger Stufe 0. Gravitas.
Das hier sollte der Raum sein, den ich mit dem Schlüssel öffne. So, das hier wird Stufe 1 wieder ein Schatzraum. Ich mach's einfach mal. All meine Schatzraumkarten jetzt. Bäm, bäm, bäm. Da sammle ich dann noch ein paar Mori-Punkte auf dem Weg. Von hier aus haben wir dann 3 Gänge. Also 2. Den einen sind wir ja gekommen. Und noch ein Eisstufe 5. Nun, all das Eis werde ich gar nicht brauchen. Ich habe gehofft, dass sich vielleicht doch noch eine Fähigkeit hier versteckt. 2 und höher. Ich wollte daraus sowieso einen Speicherraum machen. Ich muss einige Speicherraumkarten opfern. Wir müssen mal gucken, was wir alles gleich zusammensammeln müssen an Karten. Meine Raumkarten werden sehr leer werden nach dieser Tür. Das steht fest. Ich glaube, von jeder Farbe 99 an Wert zusammensammeln. Wobei grün schwer wird, weil ich da wirklich gar nichts habe. Also werde ich wahrscheinlich wieder Roulette-Räume ansammeln müssen. Es war nicht ganz so. Die Kreuzung der Räume habe ich auch schon nicht. Es müssen einige Speicherraumkarten drin, glauben. Ich habe da null, so viele von. So, 40 an Wert von den roten. Man merkt, dass ich eine Menge Karten schon aufgegeben habe. Da müssen einige Roulette-Räume dran glauben. Und dann gebe ich noch 2 Premium-Räume auf. Was das angeht, nehme ich den Joker und dann gehen wir rein. So habe ich es mir gedacht. Dann war es bei dem Schlüssel, dass wir da 99 von jedem brauchen. Also muss ich nur eine Menge Karten sammeln jetzt. Möglichst 9er, egal... Egal wie, Hauptsache 9er. Egal was für welche das sind auch. Hauptsache von jeder Farbe möglichst 9er. Oder ich krieg Joker wieder. Das wäre auch schön. Habe ich nicht noch einen Joker übrig? Ich habe noch einen Joker. Paragleiter. Yay! Gleite schnell durch die Luft, indem du Kreis gedrückt hältst. Nun, das ist doch schön. So, dann danke fürs Zusehen. Kommentiert nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. Dragline ist soweit over and out. Tschüss. Man, da wartet noch eine ganze Menge an Räumen.